Suchen wir erstmal nach einem Kettenglied. Es muss doch sicherlich eins geben. Ja, vielleicht wieder am Gürtel. Wir es nicht, aber wir werden es herausfinden. Ich fange mal an, die üblichen Stellen mit der stumpfen Seite von meinem Dolch abzuklopfen. So nach dem Motto, hat da jemand Mörtel drüber gemalt. Ja, genau, dasselbe mache ich auch. Ja, ihr könnt da ungefähr 5 Minuten lang herumkratzen, herumgehen, aber ihr werdet zumindest an der Statue kein Kettenglied finden. Schauen wir uns mal im Raum um, oder? Vielleicht ist es abgefallen. Gut, Nun, entweder. derweil im Pentagon-Tempel. Abelmir hat gerade die letzten paar Schräubchen reingedreht und ja, du bist der Meinung, dass du fertig bist, kannst die Klappe verschließen. Dieser arkanomechanische, dieses Ding, diese Maschine müsste jetzt eigentlich die Stadt aufräumen können. Schaust dich um, putzt dir die Hände ab, Alrik bleibt dann so ein bisschen interessiert daneben stehen. Wo ist eigentlich Ömer? Alrik, hast du meinen Quert gesehen? Was? Nein. Diesen kleinen Ptolemiden. Nein, keine Ahnung. Treibt er sich schon wieder rum? Würdest du hier bei Leonardo warten? Ja, ich guck mir das an. Und drück keine Knöpfe. Nein. Keine Knöpfe. Nein. Gut. Ja, ich wische mir dann die fettgespritzten, fettöligen Finger ab an so einem Tuch. Schmeiß dieses Tuch dann auf diesen unten Tisch und begebe mich auf die Suche nach Ömer. Ja, Ich er glaube, er wollte wollte in die doch. Katakomben, glaube Hm, ich, oder? wollte den Dolch wegbringen, den er da von dieser Frau bekommen hat, die sich dem Lucian geopfert hat. Dann gehe ich mal schnurstracks zu den Katakomben. Ja, du siehst dann auch, wenn du die Treppen runtersteigst, dass da die Sonnenlegionäre stehen. Eigentlich sollten die vor der Tür stehen. Halt keinen Schritt weiter. Was macht ihr hier? Wir bewachen diese Flure. Und ihr betretet diesen Flur nicht. Wisst ihr, wer ich bin? Ein Magier. Ich bin Abimir Yamorenes. Ich habe diesen Splitter, der dort liegt. Zeig mal auf diesen tiefen Eingang. Der dort liegt, habe ich erbeutet, Ja, gewonnen. ihr gehört zu dem Ptolemiden, sagt das doch. Wo ist der? In der Kammer. Und ihr begleitet ihn nicht? Warum? Er hat uns weggeschickt. Er hat ein Schreiben von Wertling. Da stand doch drin, dass er in die Kotter kommen darf. Aber da steht nicht dran, dass er allein dahin hinein darf. Was weiß denn ich? Er wollte alleine rein. Können wir wissen, dass ein Magier ihn begleitet? Kommt mit. Und ich sprinte mal in diese Kammer hinein. Du sprintest heran und kannst sehen, wie Ömer vor dem der Truhe steht. Immer! Ja. Kommt zu euch! Tretet von dieser Truhe weg! Ja, okay. Immer tut von der Truhe weg, alles okay. Habt ihr sie geöffnet? Nein. Ich habe da hinten den Dolch hingelegt. Konntet ihr nicht auf ein Regal legen, Mann? Ja, entschuldigt. Immer geht nochmal hin, kniet sich ab und legt den Dolch auf ein Regal. Ja, so. Ömer, es tut mir leid. So, und jetzt raus hier. Ömer, es tut mir leid. Ihr habt euren Auftrag erledigt. Und das durchsucht ihn. Klar, durchsucht nicht. Immer gibt den Rucksack erstmal den Sonnenlegionär weiter, damit der eine schon mal das durchsuchen kann und bleibt dann mit ausgestreckten Armen da stehen mit seiner Ehrenlederrüstung. Sardinov dreht die Zeit zurück. Was passierte in der Zeit, als Abelmir stundenlang am Bauen war? Ömer hat sich vor die Truhe gekniet, macht die Truhe auf. Die Stimmen in seinem Kopf werden lauter. Er zuckt mit der Hand immer wieder Richtung Splitter. Dann ruft er ganz leise, er flüstert es zum Splitter. Meine Seele für das Gute. Nimm meine Seele und ich werde Gutes tun. Greift den Splitter und kein Schmerz durchfährt ihn wie beim letzten Mal. Er schreit nicht auf, denn ansonsten hätten die Wachen ihn schon lange hops genommen. Atme er durch. Dieses warme, glosende Gefühl in seiner Hand, dieses zackige, aber dennoch scharfe und gleichzeitig unscharfe Bild vor seinem Auge, was sich in sein Augenlicht einbrennt, wenn er diesen Splitter betrachtet. Er fängt an, die Rüstung, die Ehrenlederrüstung schnürt er auf. Er
legt die Ehrenlederrüstung ab, öffnet seinen Rucksack, holt ein Beißholz heraus, welches mit einem leichten Leder umwickelt ist, welches er schon häufiger Jalan oder anderen, die er verbunden hat, in den Mund gesteckt hat, bevor er sie Heilkunde technisch bearbeitet hatte mit seinem Werkzeug, beißt selber drauf. Stellt einen Heiltrank neben sich, die Fiole öffnet er. Entspann dich. Legt sich neben die Truhe, neben den Heiltrank. Nimmt den Splitter und schiebt ihn sich von unten durch den Unterbauch in den Körper hinein. Beißt dabei auf das Holz. Blut sickert überall an ihm herunter. Und in dem Moment, wo der Splitter ganz tief drin ist, er fast das Bewusstsein verliert, drückt er die Wunde mit der Hand zu und trinkt den Heiltrank. Augenblicklich wächst die Bauchhöhle zu. Das Blut wischt er mit den mitgebrachten Sachen, die er in seinem Rucksack hat, einfach auf. Und das Einzige, was man finden wird, ist ein blutverschmiertes Tuch, welches in seinem Rucksack ist. Er zieht die Rüstung wieder an und dann, kaum ist er wieder bereit, die Truhe wieder geschlossen, will er gerade aufstehen mit seinem Rucksack auf dem Rücken, als Abel mir den Raum betritt. Wir sind nur noch zwei Heiltränke drin, mein Herr. Verzeiht. Ein Beißholz. Es sind drei. Aber ja. Gut. Ich dachte schon. Nein, lassen wir das. Kommt. Wir sollten nicht mehr Zeit verbringen als nötig in der Nähe dieses Undings. Und schieb immer mal Richtung Ausgang. Ja, lass uns gehen. Ihr solltet Artefakte nicht so hinschmeißen. Was soll das gesagt sein? Und ihr solltet besser aufpassen. Hat er ein Schreiben von Wertling. Schüttel nur den Kopf. Mach jetzt den Raum zu. Ja, du merkst, wenn ihr rausgeht, wie die schwere Tür wieder reingeschoben wird. Verriegelt, es klickt und die Schlüssel werden wieder eingesteckt. Immer wischt sich ein wenig den Schweiß von der Stirn. Boah, es hat warm hier. Eigentlich nicht warm, aber gut. Ja, ich trage ja auch Rüstung, ihr nicht. Ihr lauft ja nur in Stoff rum. Raus jetzt hier. Schreiben oder nicht. Wir müssen uns noch um Alre kümmern. Ihr wisst schon, diesen kleinen Burschen. So groß? Ja. Keine Ahnung. Was hast du dich jetzt um den Kleinen gekümmert? Ist der Kleine jetzt weggebracht? Hier ist der irgendwie. Er ist nach oben bei Leonardo. Achso, ja, dann lass uns den Kleinen abholen und mit dem Geweihten reden. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ich habe gebaut. Ja, und ich habe mich da echt umgeschaut und ich musste echt mit diesem Splitter kämpfen, dass ich den nicht anfasse und so. Echt ganz ruhig bleiben. Warum bist du auch alleine hingegangen? Na, weil ich dachte, ich leg das Ding eben da rein, aber du weißt doch. Du, zum Glück war der in der Kiste drin. Alles gut, los, weiter. Ja, gut. Ah, Alex, da seid ihr. Kommt einmal her. Du merkst, wie jetzt Leonardo zum ersten Mal von seinem Blatt Pergament aufguckt und interessiert zu Ömer schaut. Legt seinen Kopf ein bisschen schief, als würde er nachdenken. Das ist Ömer übrigens, Leonardo. Hallo, Ömer reicht ihm die Hand. Ja, er gibt ihm tatsächlich die Hand. Guten Tag. Ach, ganz schön warm. Schönes Konstrukt. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Das soll die Stadt säubern. Eine mobile Trümmertrommel. Ich glaube eher, dass man das mit so einem großen Wind machen könnte. Keine Ahnung, die Teile, die man nicht braucht, wegbrennen und dann mit einem großen Wind verwehen lassen von der Stadt. So auf die Gewalt der Elemente ersetzend. Was redet ihr da? Naja, gezielt diese ganze Kacke hier, die man nicht braucht, verbrennen und dann vom Wind die Asche davon tragen lassen. Ömer, ihr habt da etwas Blut. Oh. Ja, ist bestimmt, keine Ahnung. So macht man das nicht. Immer wischt es einfach weg, an der unteren Seite der Rüstung, am Unterbauch. Es muss immer Arbeit dahinter stecken, wenn etwas wertvoll ist. Nicht einfach so wegwischen, niederbrennen und neu aufbauen. Das gehört sich nicht. Warum denn nicht? Ich finde das irgendwie viel angenehmer, das mit... Also es ist ja auch richtig viel Arbeit, richtig viel Feuer zu machen. Das ist nicht richtig. Man muss etwas erfinden, etwas bauen, etwas kreativ sein.
Ja, aber guck mal, wir haben so viele Trümmer, wir könnten noch einige der Trümmer wirklich echt zu Staub zerbrennen und dann echt wegpusten lassen. Ja gut, aber da gibt es noch diese Menschen, die in den Trümmer wohnen. Ja, die kann man ja vorher da rausnehmen. Wir wollen ja den Menschen nichts tun. Es geht ja darum, diese Trümmer zu entfernen. Nein, das ist trotzdem nicht richtig. Also, vielleicht könnte man eine Art Flammengerät bauen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, eine Art Flammengerät zu bauen, diese ganzen Trümmer einzudampfen und direkt wegzupusten? Könnte euch dabei helfen. Ja, müssen wir darüber unterhalten irgendwann. Müsste so richtig heiß sein, aber... Ja, natürlich muss das richtig heiß sein. So richtig, richtig feurige Gewalt. Und wenn man auf einen Hebel drückt, dann schießt die Flamme heraus. Und wenn man den Hebel wieder loslässt, dann erstirbt die Flamme wieder. Ist doch egal, ob da ein Hebel drin ist oder ein Knopf oder irgendwas ziehen muss. Das ist wichtiger. Natürlich ist es egal. Irgendwie wird das funktionieren und dann dampft das die ganze Kacke ein, die wir nicht haben wollen. Nein, und dann haben wir wieder Platz, um neue Häuser zu bauen. Die Stadt wird wieder groß werden und wir werden die Stadt wieder erblühen lassen. Das ist richtig. So machen wir das. Aber nicht einfach so mit... Ich denke ja, dass Reinigen des Feuers da wirklich hilft. Alrik, da bist du ja. Ja. Wir bringen dich zum Tempelvorsteher hier. Ja, okay. Er wird sich um dich kümmern. Werde ich jetzt einen Hesindeker weiter? Nun, zuerst wird er ein Akolut werden. Dann werden wir weitersehen. Ich gehe mal hier raus und wie. Oh, ich setze mich mal draußen hin, hier drin ist mir zu warm. Gut, aber red nicht wieder weg. Natürlich nicht. Ja, dann geh ich mal zum Tempelvorsteher, weil da ist Krux. Ich suche ihn zumindest erstmal. Ja, wirst du finden, sitzt da gerade zwischen ein paar Büchern herum und studiert. Euer Erhabenheit? Habt ihr einen kurzen Moment? Ja, selbstverständlich, Abelmir. Nun, dies ist Alrik. Eine weitere verlorene Seele? Ja, ein schlimmes Schicksal in dieser Stadt. Seiner Mutter. Nun ja, die Geschichte erzähle ich euch wohl später einmal. Und ich soll mich um ihn kümmern. Ich kann tatsächlich jemanden brauchen, der Abschriften anfertigt. Vieles in den Feuern verloren gegangen. Wunderbar. Alrik, hast du Lust hier zu bleiben und zu lernen? Ja. Braver Junge. Streiche mal über das Haar. Und denk dran, immer schön artig sein. Und immer hören, was der Tempelvorsteher sagt. Plötzlich kannst du eine gewaltige Explosion spüren. Du drehst dich um, hast nur noch diesen Knall in den Ohren, alles piept um dich herum und du siehst, wie Leonardo von der Maschine wegtaumelt. Er hat nur noch einen Arm stumpf, der Rest ist ihm weggesprengt worden, einige Sangurit-Kristalle, die in seinem Gesicht klaffen und der Bart, der jetzt gerade brennt, der dreht sich gerade, versucht sich auf den Boden zu schmeißen, dreht sich. Bleib hier, Alrik! Und ich sprinte wieder zurück in diese Halle wahrscheinlich. Ja. Die Maschine, die gerade aufgebaut ist, ist komplett zerstört und liegt nur noch brennend, schwelend da, stinkender Rauch, der davon abgeht. Und ja, Leonardo hat gerade seinen Arm verloren. Meister Leonardo! Stürzt mir irgendwie zu. Reißt meinen Gürtel von meiner Kutte und verbinde notdürftig seinen linken Arm, damit er nicht vollständig erstmal verblutet. Muss ich Heilkunde wunden, oder? Währenddessen, du blickst dich panisch um, Trümmer ist weg. Dafür ist gar keine Auge, ich sag irgendwie. Ich kümmere mich gerade um diesen blutbespritzten Meister und versuche ihn notdürftig am Leben zu halten. Nachdem ich deinen Arm verbunden habe, würde ich einen Balsam Salabunde, geheilt sei der Wunde, sprechen. Mhm. Und während du magisch den Arm stumpf wieder zusiegelst, was tut Rafim? Ja, ich und mein neuer bester Freund, der Goldschmied. Wir gehen zum Kaiser Noraya Lexakrale, weil da treffen wir uns ja. Ja. Und dann gucke ich meinen Freund an. Dann lächle ich meinen Freund an. Und dann greife ich meinen Freund in eine... Also ich lege meinen Arm erst um seine Schulter, dann um seine Kehle und dann möchte ich ihn ohnmächtig wirken.
Ja, er schaut dich an, versteht es nicht, begreift es nicht. Du siehst, wie seine Augen so ein bisschen rot werden, die Äderchen in seinen Augen platzen und dann verliert er das Bewusstsein. Sehr gut. Ich gehe mit meinem neuen Freund, nehme die Pariser kaiserliche Nocharexekrale und fange an, ihn mal zu untersuchen. Ich suche nach, ehrlich gesagt weiß Rafim nicht so genau, wie ein Dämonenmal aussieht, aber er sucht nach einem Dämonenmal. Okay, also du ziehst ihn aus und suchst da mal nach irgendwas, was ungewöhnlich ist. Irgendwie was aussieht wie böse Dämonen oder irgendwie sowas. Ja, okay. Derweil in den Kellern von Heliodane von Streitzig. Also hinten ist nur Staub und Rottenkot. Ich habe ja noch ein paar Spinnweben anzubieten. Ich habe nur noch mehr Staub. Hm. Ja, vor euch steht immer noch der gewaltige steinerne Sarg. Sarkophag. Ansonsten habt ihr die Kellergewölbe tatsächlich gesucht. Nun, Wir sollten... Wir können da ohne Not nicht einfach so reingucken. Genau, wir sollten Bruder Stücke machen. Entweder gibt es keine Pindlied oder ist es da drin. Wir könnten versuchen, die Statue zu zerschlagen. Vielleicht ist sie hohl, aber... Vielleicht? Ich klopfe mal dagegen. Jetzt keinen Hammer dabei. Ja, wenn du gegen klopfst, ketzerische Stein. Werk sollten wir wahrscheinlich sowieso zerstören. Ist es ketzerisch? Es ist definitiv extravagant und auf jeden Fall seltsam, aber Ketzerei ist eine harte Anschuldigung. Nun, ich bin mir sicher, wenn irgendwer zu Hause nach Anfang das Ding sehen würde. Dass ich euch noch davon in Kenntnis setzen muss, dass technisch gesehen ihr die Ketzer seid, überrascht euch nicht mehr, oder? Nur weil wir den wahren Glauben haben, heißt es noch lange nicht, dass wir Ketzer sind. Sag das nicht, wenn Stück um einen Hörweite ist. Technisch gesehen... Ah, er wird das sicherlich auch irgendwann verstehen. Ja. Gehen wir. Wir sollten erstmal zu Rafim gehen, wir sind schon viel zu lange hier unten. Und dann mit ihm zusammen erstmal Stück um mal vorbei und... Ja. Genau, ja, noch haben wir ja nichts... Das klar wegläuft. Genau. Was Dringendes ist ja hier nicht. Zumindest nichts, was man stehlen könnte. Ah, diese Stadt ist wirklich verrückt. Hatte viel zu groß. Harte Umstände. Ja, ihr kommt doch selber aus einer riesigen Stadt, oder? Ja, aber doch uns wurden nur nicht neue Häuser auf Ruinen errichtet und so viel altes Zeug findet sich in den Kellern auch wieder nicht. Nein, bei euch werden die Häuser nur auf den Gebeinen der gestorbenen Sklaven errichtet. Nein, die werden schön zu Paste zermahlen und in die Gemäuer eingebaut natürlich. Also wirklich. Was? Widerwärtig? Das war ein Witz. Gehen wir! Witze sind lustig. Da wird nicht mal der Zwergenkönig drüber lachen. Oh bitte. So schlecht verhandeln wir Sklaven auch wieder nicht. Sie sind wirklich nicht viel anders als eure Leibeigenen. Ja, während ihr dann die Straßen in Richtung Süden geht, könnt ihr noch vor der priesterkaiserlichen Noralaxakrala erkennen, wie der Rafim wohl gerade in dem Park steht, oder neben dem Museum, da wo Kaiser Raul... Da, wo ihr gelandet seid. Und er hat da wohl eine Person, die da vor ihm im schwarzen Gras liegt und untersucht die wohl gerade. Ihr merkt, Rafim reißt gerade sein Bein hoch, guckt sich seinen Fuß an. Der Mann ist inzwischen komplett nackt. Sieht ja komisch aus. Vielleicht was was macht er denn damit? Ich glaube, er hat einen Zeloten erwischt. Ja, aber warum nimmt er sein Bein hoch? Ja, merkt, Rafim nimmt jetzt mal das andere Bein hoch. Hält dann auch den kompletten Körper mal an den Beinen nach oben. Hm. Ja. Der Typ, also, Rafim, ich hätte nicht gedacht, dass eure Interessen sind. Ah, da seid ihr! Ich hab den Goldschmied gefunden und ich wackel mal so ein bisschen den Körper in meiner Hand. Ja! Moment. Den Goldschmied? Den Goldschmied? Den Zeloten-Goldschmied? Den ihr gesucht habt. Im Schneider. Ach, keine Ahnung, wie die Fotze heißt. Woher weißt du denn, dass es der Richtige ist? Weil er gesagt hat, dass er den Leuten Geschichten erzählt hat. Um Gottes Willen.
Also. Damit es richtig ist. Und ihm fehlen die großen Zehen. Guckt euch das mal an. Das ist voll ekelig. Glaubt ihr, habt ihr Mittelreicher das alle? Ich werde jetzt nicht meinen Stiefel ausziehen, aber nein. Ich halte mal Jana den Fuß ins Gesicht. Hier, seht ihr, was ich meine? Wollte ich das nicht sehen. Seht ihr? Das ist auch nicht abgefault oder so. Einfach nie da gewesen. Aber an den anderen Zehen ist nicht irgendwie so, weiß nicht, abgefroren zu sehen. Das ist ja seltsam. Nun, so seltsam sind Verstümmelungen auch wieder nicht, aber... Ja, aber ist keine Verstümmelung, ist keine Wunde. Guck's dir an. Ist einfach nicht da. Also, der wurde ohne große Zehen geboren, oder was? Könnte mal der Erzdämon sein. Nun, es könnte auch sein, dass jemand es magisch geheilt hat und deswegen keine Narbe da ist. Weiß ich nicht, dafür seid ihr da. Ich habe ihn gefunden. Jetzt müsst ihr das magische Zeug machen. Und, also du hast ihn, wie hast du ihn gefunden? Ja, ich bin durch das Vierte gelaufen. Ach ja, Jalan. Und du merkst, wie er den Mann einfach fallen lässt. Ach ja, ich hab noch ganz viele Dinge für dich gefunden. Guck mal, dieses komische Amulett, das ist ein Prios-Amulett, das ist eine Prios-Statue, das ist irgendwie noch eine andere Prios-Statue. Ich hab noch eine Prios-Statue. Nicht so wichtig. Ja, ich hab auch noch Ringe. Willst du Ringe? Hast du eine Stunde hier gestanden und den Tempel geplündert? Irgendwie anders hat den Tempel geplündert, das alles zu ihm gebracht und dann habe ich gedacht, weil ich ja jetzt Ritter bin, sollte ich das erstmal aufbewahren. Und du merkst auch, dass an Rafims Fingern überall Prios-Ringe sind. Seht ihr? Oh, hast du alles bei ihm gefunden? Ja. Sind schöne Ringe. Und was macht ihn zu einem... Also, er hat gesagt, ein Hondra-Geweihter und entweder ein Sonnenlegionär oder ein Prios-Geweihter sind zu ihm gekommen. Also der Hondra-Geweihte mit dem abgebissenen Fuß. Der. Oder Bein. Oder wie auch immer. Sind zu ihm gekommen. Die haben zusammen diesen ganzen Bekloppten die Geschichten erzählt. Und er hat aber keine Ahnung, wie die heißen. Also er hat nicht ihnen die Geschichten erzählt, sondern doch, die auch. Beiden. Und wo hat er die Geschichten her? Weiß ich nicht. Von ihnen vermutlich. Aber ich dachte mir, dass das bestimmt so ein Typ ist, der einem in den Rücken sticht, deswegen habe ich ihn erstmal ausgenockt. Also, dieser Goldschmied hat von dem beinlosen Rondra-Geweihten und dem anderen. Genau. Sonnenlegionär oder Prios-Geweihter, weiß er nicht. Ach so. Oder er lügt mich an, das weiß ich nicht. Ist es möglicherweise dieser mysteriöse Priont, über den wir uns noch gewundert haben? Ach so, der wohl den Namen nicht wisst. Auf jeden Fall, langsam sollten wir anfangen, die einzusammeln. Ja, auf jeden Fall. Hat ja, er die ganzen Prios-Artefakte bekommen und sollte die dann einschmelzen, weil irgendwelche Plünderer bringen die wohl zu ihm. Einschmelzen? Die Dreistigkeit! Er hat doch gesagt, das sind irgendwelche ganz besonderen Dinge. Ja, dann guck dir doch mal meine Ringe an. Sind die gut? Der hier hat an einem Erzprätor gehört. Und der hier sieht ein bisschen älter aus, aber gehörte, glaube ich, mal einem Wahrer der Hoffnung. Steht hier drauf? Preiervold von... Das klingt gut. Irgendwas. Aber wenn ihr das so sagt, klingt das so, als darf ich das nicht behalten, richtig? Du wirst einen entsprechenden Finderlohn erhalten. Ja. Sehr gut. Aber wirklich, so schlecht sehen die Statuen echt nicht aus. Selbst ich würde die nicht einschmelzen lassen wollen. Soll ich ihn wach machen? Nein. Wir bringen ihn erstmal in den Keller. Ja, hast du deine Pios-gefälligen Handschellen dabei? Habt ihr sowas? Du wirst ihn wohl tragen können, die paar Meter, oder? Kann ich machen. Ja, ich drücke ihm, obwohl er ohnmächtig ist, mal die Arme nach oben, dass wenn er jetzt auf einmal eine Bewegung machen würde, würde ihm das vermutlich sehr wehtun. Dann stellen wir einigen Leuten einige sehr unbequeme Fragen. Ich hoffe, Reto und ich weiß auch nicht, ob es noch so sinnvoll ist, so viel zu sein, wenn wir versuchen, den Rondrianer und diesen Prioten einzufangen. Also irgendwas stimmt auf jeden Fall mit dem Rondrianer nicht. Den Prioten haben wir noch nie wieder gesehen, aber der Rondrianer ist auf jeden Fall nicht ganz richtig in der Birne. Rondrianer ist nicht ganz richtig und gegen ihn wurde eine ernsthafte Anschuldigung erhoben. Werden wir uns vorknöpfen. Möchte ich dies aus seinem Mund selbst hören, damit wir auf sicherem Boden stehen. Kein Problem, der Mann redet auch ganz freundlich mit einem. Ich ihn gewirkt habe. Aber mal gucken. Ja, ich trage den Mann dahin, wo Jana den hinhaben möchte. Oh, in den Holterkeller. Ja, finde ich gut. Ja, du möchtest in den Bandstrahlerturm, oder? Oder wohin? Da ich dessen Zustand nicht weiß, dachte ich gerade an den Folterkeller der alten Residenz. Oder so.
Ist mir egal. Ich kann nicht sagen, ob ich in den Keller im Wandstrahlturm gerade reinkomme, von daher. Du kannst sonst, ja, es ist nebenan, dann geh in den der alten Residenz. Genau. Dann gehst du an den Zelten vorbei, gemeinsam mit der geschulterten Person. Und könnt ihr immer noch sehen, wie der Schrank vor die Tür geschoben ist und dann unter die Tür gekeilt ist. Immer können wir das denn? Hier haben wir noch den Zeloten. Moment, ist der Schrank vor der Zellentür oder vor der Geheimtür? Vor der Zellentür, also da, wo die Zelotin mal drin war, ist. Richtig, hier haben wir doch den Zeloten eingesperrt. Die Frau. Ach, die Bekloppte! Ja, Entschuldigung. Zu viele Bekloppte. Nein, hier. Die Bekloppte davor. Die andere Bekloppte haben wir im Raya-Tempel eingesperrt. Wie viele Bekloppte gibt's eigentlich hier? Geh einfach weiter, bitte. Sie sagt etwa 30. Nun gut, hier müsste es sein. Genau. Tür auf. Sieht Folterkeller-mäßig aus. Ja, oh, ihr habt sogar eine Schreckbank! Genau, leg ihn da mal drauf. Oh, was für ein edles Stück. So eine hatten wir nicht in Al-Anfa. Gut gearbeitet, würde ich sogar sagen. Ja, ich spann den Mann mal ein. Warum könnt ihr beide die Qualität von Streckbänken beurteilen? Naja, also so als Mitglied einer Sicherheitseinheit ist man ja auch ab und zu gefordert, um gewisse, sagen wir mal, Elemente der Gesellschaft dazu zu bringen, mit einem Informationen zu teilen. Ja, Fragen? Es klickt viermal und dann liegt er gefesselt auf der Streckbank. Könnte nochmal so ein bisschen anziehen, dass es dann nicht mehr so locker ist und dann mit einem Eimer Wasser kommt Reo wieder zu sich.